Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Ciri möchte Rache nehmen, deswegen gehen wir jetzt mal ein paar Mumien verkloppen, Avalach denke behauptet, ich. dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Na gut zu wissen. Bin gespannt, wie wir da jetzt mit zurechtkommen. Er ist ein Fremder. Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt,
Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Na gut, dann schauen wir mal. Wir alle benutzen diesen Schleier. Wann guten Tag. Ach, er geht wieder. Naja. Gerald? Ja, hallo. Wie heißt der? Stregomir. Der Schleier, den wir toten. Den habe ich schon mal gesehen. Fügt weder euch noch eurem nächsten Leid zu vor dem Tod. Setzt euch bereitet hin. Euch vor euch aus, denn er bereitet sich auf euch. Verscheucht ihn nicht mit starken Worten. Guck mal, könnte man noch unsere Sachen. Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Gucken, ob wir hier irgendwas Neues noch machen könnten. Das können wir zum Beispiel verkaufen. Macht ja etwas weniger Schaden als das, was wir haben. Ansonsten, ich glaube, er hat keine Waffen. Nee, dann. Was kannst du uns denn herstellen? Scroll. Da würden ein paar Zutaten fehlen. Ist auch nicht besser als das, was wir haben. Das wäre besser als das, was... gut, kann er leider nicht. Verdammt. Ich glaube, dann können wir das, glaube ich, vergessen, oder? So, die guten Sachen kann er leider nicht machen. Ist auch nicht schlecht. Nö. Gut, dann lassen wir das einfach mal. Bis dann. Mal schauen, was wir dann hier in dem Zelt finden. Winter. Die Eiche wird uns reich beschenken, ja? Letztes Jahr war uns nur Wochenbauer. Eine Großmutter hat gesagt, wohin deswegen? Vor gnädige Herr, schenkt meinem Erbe Gesundheit. Er macht viel Unsinn. Es ist richtig viel los hier. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da, aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Wir suchen einen Elfen namens Imlit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt.
Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Okay, sie ist also blind. Auf die Eule ruft, nur mehr glimmt das Feuer. Spät schlägt die Stund, die Augen macht zu, denn Schlaf ist lieb und teuer. Okay, sie ist also blind. Das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht für uns. Dann sieht sie ja nicht, dass Geralt weißes Haar hat. Mal gespannt, ob wir das ausnutzen können. Hier haben wir noch Zutaten. Zack. Die nehmen wir mal noch schnell mit. Ist noch nicht fertig. Geduld. Ein Wolf. Sie werden dieses Jahr nicht kommen. Was macht ihr? Eines Tages können wir uns richtig satt essen. Die stehen da fürs Essen an. Warum geben sie uns dann nicht öfters was ab? Wag es ja nicht, schlecht von unseren Gönnerinnen zu sprechen. Ja, jetzt weiß ich wieder. Der Weiße. Na, mal gucken, ob wir würdig sind. Die Herrinnen nicht treffen. Hinfort. Wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt.
Und jetzt bring mir die Münze. Na gut, Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Mhm. Was haben wir da noch? Ah. Was zu lesen. Ja, ich frage mich halt, wie viele Münzen da unten liegen, wenn die Prüfung so viele nicht, also ich gehe mal von aus, dass die wenigsten bestanden haben. Klatsch. Wäre halt mit Körper schöner gewesen, aber ja. So, die Münze ist, da ist noch was zum Mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Ah, hi. Ich habe die Dings wieder nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Armbrust, so, jetzt aber. So, geh wieder weg. Tauchen wir mal hier runter. Und schauen mal nach, was wir hier Schönes finden. Da schon mal nichts. Ich versuche mal hier hochzutauchen. Blöd. Ich fürchte, hier ist kein. Doch. Hier ist doch noch eine Oberfläche. Haben wir Glück gehabt. So, dann wieder nach unten. Also da unten irgendwo scheint die Münze dann zu sein. Gut. Na, guck mal, da ist noch eine Kiste. Geld, Eisenerz, schön. Die Münze ist dann wohl hier, genau. Gut, dann können wir jetzt auch wieder nach draußen und die Münze abgeben. Bin gespannt, was das wird. Was war das jetzt? Oh. Ein Unhold, Level 26, sollten wir also einigermaßen platt kriegen. Ach, der heilt sich, das ist nicht so schön. Ah, frisst auch einiges an Schaden. Gut. Ja, genau. Leg dich mal. Sehr aufreizend. Das lief doch ganz gut. Hüpf dann ab nach oben. Und dann schauen wir mal. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Komm, hol dir den Schlüssel. Jep. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich bin neugierig. Was ist auf dem Gipfel? Sag's ihm. Dort leben die Herrinnen. Aber nur die Auserwählten dürfen sie zu Gesicht bekommen. Das weiß ich. Ich will... Mehr wirst du hier nicht erfahren. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt! Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht.
Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Ja, ja, der alte Zeugel. Gut, das wär's dann für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.